Hallöchen und wieder mal herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind gerade auf dem nächsten Platz und suchen Harry. Who is this? The fool running around after. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Kann ich ihn einfach so klauen? Da stehen mir ein paar viele Arbeiter irgendwie rum. Okay, aber denen ist es scheinbar egal. Wir hauen uns mal eben ganz schnell diese Markierung weg, weil die irritiert doch ein klein bisschen so. Schon viel schöner. Shit, motherfuckers had eyes on the plate. Ich hätte mir vielleicht eine Markierung setzen sollen, wo ich jetzt hinfahren soll. Dann hängen wir halt erstmal ganz schnell die Bullen ab. Ich weiß jetzt gar nicht, sehen wir die, oder beziehungsweise sehen die uns immer wieder? Oder reicht das jetzt, wo wir denen einmal entkommen? Da unten stehen sie. Kommen die zu Fuß hier hoch, oder was? Irgendwie bewegen die sich. Ach ja, da kommen sie. Mittig vom Bild. Come on, come on! How fucking slow is this thing? Ja, das ist sehr lahmarschig, wenn man rumsteht. Da hast du schon recht, Franklin. Haben wir halt schon mal ein Stückchen weiter. Ach, haben sie auch schon abgehängt. So, wieder rein in die Stadt. Taco Bomb. Ich hoffe mal, uns sehen jetzt nicht mehr allzu viele Polizisten. Es sind immer noch 2 Kilometer, deswegen... ist nicht gerade wenig. Was macht ihr denn da? Ah, so weit. Ja, kann ich mir nicht so eine Entfernung hier holen oder so? Gut, passt wahrscheinlich die Kiste nicht rein, aber ging ja sicher ein bisschen was flotter. 1,5 Kilometer noch, irgendwo kommt ein Auto. Ne, ist abgebogen. Ich dachte schon, wir fahren wieder einem voll in die Seite. Ah, da stehen tatsächlich mal ein paar Autos auf dem Parkplatz. Und ich gucke schon wieder nicht so richtig, wo ich hinfahren muss. Ich will dieser chinesische Supermarkt zum letzten Part. Okay, offensichtlich verfolgt uns die Polizei wirklich nur einmal. Denn wir sind gleich schon da. Oh, hätte ja klappen können. So, wieder zum selben Häuschen abliefern wie gerade, wa? Damn, I gotta get the fuck on. Habt ihr alle eine Angst vor mir? Ach, diesmal müssen wir auch nicht bis zwischen die Garagen da hinten fahren, sondern stell den einfach hier ab. Mission erfolgreich, bestanden. Ja, erstmal Barry anrufen. Ja, is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Were you followed? Followed? Man, that's an understatement. But look, don't trip out, we good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This is a bad burrito. Shit, whatever, man. Yeah. But that's more information than I need. Ja, das ist definitiv ein komischer Vogel. Nehmen wir mal das Auto hier. Ist sogar schon... Ach. Bist du Lieferant oder was? Dass du gerade bei der Dame da warst. Und schon wird dir dein Auto geklaut. Selber schuld, wenn du den Schlüssel einfach stecken lässt. So. Jetzt schauen wir mal. Es dürfte wirklich nicht mehr allzu viel eigentlich über sein, ne? Wir sind einfach wirklich gerade so ziemlich direkt in der Nähe vom Lester. Deswegen würde ich euch sagen, geben wir uns einfach mal dahin. Obwohl wir haben da hinten sogar noch wieder eine Paparazzi-Auftrag.
Aber erstmal Richtung Leicester. Vorsicht. Ja, ein klein bisschen flotter wie dieses komische kleine Büsschen da gerade. So, viele Fußgänger. Wo ist denn der Leicester? Im Café, im Beach Café, treffen wir uns erst mit ihm. Okay, wir waren sogar zuerst da. Da ist er. So, what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Warum nicht? Aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okay. Begib dich zum Hotel. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen was nachgeschaut, weiß aber gar nicht so genau, wie wir das machen müssen, machen sollen. Wo sehe ich denn jetzt eigentlich, in welcher Mission wir sind? Sah ich das irgendwo am Handy oder was? Meine Güte, jetzt muss man selber erstmal wieder ein bisschen was ausprobieren. Nein, ich mache die nicht auf uns aufmerksam. Keine Jobs. Müssen wir jetzt an dieser Stelle die Aktien kaufen, aber ich kann ja noch nicht mal schnell speichern. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Dann fahren wir zumindest mal in die Nähe und kann ich den Charakter wechseln. Auch das kann ich nicht. Der Hotelmord, okay. Wie kann ich... Achso, sind doch alle. Ich muss mal von meinem Auto weg, ich würde gerne einsteigen. Meine Güte. Wo geht jetzt die Scheibe kaputt? Weil ich losfahre, oder wie? Ich würde ja jetzt eigentlich gerne versuchen, irgendwie Aktien zu kaufen, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ich bin gerade ratlos. Jetzt habe ich auch noch, ja. Welches war denn jetzt der aktuellste? Paparazzo. Wie lange ist der denn her?
Graswurzel, die Abholung. Also wird jetzt der... Wir sollten uns vielleicht ein bisschen angewöhnen, öfter zu speichern, aber ich weiß ja auch nie... Barazzo ist auf jeden Fall länger her. Versuchen wir das einfach nochmal eben zu laden. Da würde ich gerne nochmal vorher investieren, weil ich will ja doch gerne einen netten Anblick haben, wie wir gerade haben. Ich würde ja doch gerne ein bisschen was mehr verdienen, deswegen leider nochmal eben so 2 Minütchen zurück. Das heißt, waren glaube ich noch nicht mal 2 Minuten, war ja nur eben die Anfahrt quasi dahin. Zum Lester. Warum sind wir jetzt auf einmal bei Franklin zu Hause? Ah, ich habe Job übrigens ein paar neue Sachen beigebracht gehabt. Oh, es flackert. Job? Oh, that shit. Job, what you been eating? I gotta get a regimen for your ass. Wie konnte ich dir denn jetzt mal irgendwie hier so... Ja, genau, mach Sitz. Aber er macht keine Kunststücke, wenn er unglücklich ist, also müsste ich ihn wahrscheinlich erst wieder über die App füttern oder so. Nee, heute nicht. Wie flackert denn hier so? Wahrscheinlich das Auto, ne? Deswegen besorgen wir uns lieber ein bisschen was anderes. So, und jetzt begeben wir uns einfach nochmal wieder zum Steigpunkt da ein. Tonja ist auch mal gar nicht hier. So, also würde ich sagen, wir fahren mal ansatzweise dahin. Speichern. Dann auf jeden Fall mal, vor allem mal gerade eine Markierung setzen, damit ich mal ordentlich weiß, wie ich dahin komme. Also falsch sind wir gar nicht. Und dann werden wir mal versuchen, mit unseren Charakteren so ein paar Aktien zu kaufen. Wir können da noch so viel hupen, ich fahre trotzdem hierher. Man sieht eigentlich gar keine Leute im Rollstuhl oder mit Krückstöcken oder sowas, ne? Sieht man generell alte Menschen. Man sieht keine Kinder, man sieht keine alten Menschen. Man sieht alles immer nur Leute zwischen 20 und 40, hätte ich jetzt mal so etwa gesagt, oder? Schade. Ja. Es mangelt an alten und gehbehinderten Leuten. Seltsam. Dass man keine Kinder befahren sollte, das kann ich ja vielleicht noch verstehen, aber... doch eben nichts Älteres gibt. Da oben fliegt ein Hubschrauber, den hätte ich gerne. So. Jetzt gucken wir doch mal eben. Sag mal. Habt ihr irgendein Problem oder so mit mir? Warum sind die auf einmal alle so böse zu mir? Nur weil ich hier in der Fußgängerzone rumfahre oder was? Wenn überhaupt eine richtige Fußgängerzone ist. Könntet ihr vielleicht mal so ein bisschen Aggro verlieren? Dankeschön. Aber bis hierhin darf ich ja wohl fahren. Dankeschön. So, jetzt einmal... schnell speichern in einem neuen Slot am besten, dann sparen wir uns ein paar Sekündchen wieder. Und jetzt werden wir doch mal ins Internet gehen. Wo war das? Finanzen und Dienste, glaube ich, ne? Bausek. So. Und hier drin sollte sich jetzt diese Beta Pharma, genau, diese hier, ne? Ist das denn jetzt richtig? Die gehen doch gerade hoch. Wenn ich die... Ne, Moment. Ich sollte... Wen machen wir denn jetzt kaputt? Ich muss mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken. Wir machen diese Bilkingtron. Bill...
Kington, Bilkington. Die machen wir kaputt. Das heißt, die Beta Pharmaceuticals, die sollten nachher hochgehen. Offenbar. Deswegen werden wir jetzt mal die Beta-Dinger hier kaufen. So, kaufen. Bestätigen. Richtig? Ich denke ja. So. Damit hätten wir jetzt kaum noch Geld mit Franklin. Wir wechseln mal eben zu Michael rüber. Du bist ja auch gar nicht ganz so weit weg, oder? Wo bist du denn rum? Irgendwo hier in der Einfahrt bei dir? Sind wir bei dir? Ja, wir sind sogar bei dir. Na, du bist sogar im Haus. Du schläfst. Tagsüber. Du hast einen Albtraum. Ja, das ist dein Bett. Oh, scheiße. Ganz genau. Ja, genau. Zieh dich mal an. Warum hast du eigentlich grünes Licht in deiner Umkleide? So, auch mit dir gehen wir jetzt mal eben ins Internet und schauen bei Finanzen und Dienste. Ballsack. Oder so. Beta Pharmaceuticals. So, auch mit dir kaufen wir jetzt alles, was wir können. Und wehe, das stimmt jetzt nicht. Kaufen. Okay. 88 haben wir jetzt noch mit dir. Und wir wechseln zu Trevor. Tralali, tralala, Trevor. Wo ist die denn? Im Brunnen oder was? Ja genau, kotz doch einfach mal in den Brunnen rein. Okay, wir sollen lieber im Inder essen, wenn wir uns die Entscheidung mal merken. Warum läufst du eigentlich oben ohne hier quasi im Park rum? Den Ausreißer habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß inzwischen auch schon fast gar nicht mehr, um welchen Ausreißer es ging. Ich weiß zwar, dass ich irgendwo bei diesem, Dingenshaus da, bei diesem Farmhaus quasi gesehen habe. Und aber mehr weiß ich auch jetzt nicht mehr so genau. So, wir haben mit allen die Aktien gekauft. Wir wechseln jetzt zurück zu Franklin und hoffen, dass er immer noch am Strand ist und noch nicht, Warum fährst du gerade da weg? Warum flimmert das hier alles schon wieder so? Gut, wir werden es jetzt einfach mal versuchen, ob es dann quasi geklappt hat. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.